bisschen umgucken, habe ich jetzt was gefunden, hoffe ich mal. So, geht's hier ja noch weiter. Lalalala. Irgendwie traue ich dem Teil nicht. Okay. Oh. Ich hätte es doch lieber über einen Haufen Lava abzuhängen. Wer hat sich das hier nur einfallen lassen? Ich trau dir noch nicht ganz. Komm, da ist schon wieder was. Stufe 50 erreicht. Ist also kaputt. Ah. Okay, ich hab's kapiert. Oh, halt dich bloß fest, Mädel. Halt dich fest, Aloy. Ah! Und dort. Ach, geh jetzt einfach weiter, wird schon schief gehen. Haha! Also, es geht doch. Muss ich nur aufpassen, dass ich nicht aus Versehen falsch springe. Ja. Dann los geht's! Die anderen werden es leichter haben, hier zu kommen. Ja, die Glücklichen.
möchte ich aber auch langsam fertig werden, ja. Okay, das sieht doch sehr nach der letzten Tür aus, oder? Hoffe ich zumindest. Die Stimme des Dämons. Dann schnell hin. Der Alte. Juhu! Das werden wir ändern. Wir müssen es herausfinden. Oh nein. Mögliche Sicherheitsrisiken erkannt. Alarmsignal Kontrollmatrix. Nee, das haut nicht hin. Anzeige, das haut auch nicht. Okay. Wir versuchen es mal anders. Sieht doch gut aus. Starke Gegenmaßnahmen. Oh-oh. Übernahme Protokoll eingeleitet. Ha. Hey. Es funktioniert. Partielle Wiederherstellung initiiert. Analytischer Nexus der Yellowstone Caldera online. Stimme des blauen Lichts. Hier ist Urea, deine Dienerin. Deine Freundin. Sag mir bitte, wie ich dir helfen kann. Urea, der Dämon baut Jägerkiller. Tausende von ihnen. Viele neue Eliteeinheiten wurden bereits entfesselt. Um die Bedrohung zu kontern, muss der Großteil der Einrichtung zerstört werden. Rückeroberung steht bevor. Geht in den Kernraum. Ich versuche, die Beschränkungen aufzulösen. Keine Liegen offen. Aber ich Na toll. Mehr können wir von hier wohl nicht mehr erwarten. Diese Festung zerstören, ist das überhaupt möglich? Und was würde mit der Stimme passieren, wenn ja? Ich weiß nicht. Aber das ist wohl der Kern. Die Antworten sind da unten. Oh shit. Hephaestus. Der Dämon. Er lässt den Ort bestimmt bewachen. Er wird uns mit allen Mitteln bekämpfen. Na super. Ich bitte dich. Überlass Aloy und mir die Aufgabe. Und rette dich.
Aber ich kenne deine Antwort. Dann führ uns in die Schlacht. Ja, wird schon schief gehen. Hey, falsche Taste. Testen. Sehr gut. Na gut. Weiter in Richtung des Kerns. Oh oh, was Sion auch gemacht hat. Ein Festes gefällt es nicht besonders. Ach wirklich. Ha. Ah. Oh nein. Ist der dafür da? Ich muss den zerstören und das verbrennen. Alright, he's out. Dann überbrücken wir mal. Wow. Ein weiterer Turm. Er darf das Biest nicht reparieren. Wo ist er? Ach da. Natürlich kommt er hierher. Los! Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, 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 komm. Ach, Mann! Könnt ihr ihn vielleicht mal ablenken, bitte? Komm, 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 komm. Yes! Hoffe ich doch mal. Hab ihn gerade erledigt. Oh.
Oh nein. Come on! Das ist gemein. Aber geschafft. Oh. Geschafft. Sag, dass es geschafft ist. Oh, danke, der Herr. Ich hab ihn erlegt. Oh. Nein. Halt die Fresse, ihr Freistos. Zugriff auf Kern erlangt. Ich leite eine Kettenreaktion ein, die die kompromittierten Elemente der Anlage zerstören wird. Um die Stabilität der Caldera zu gewährleisten, muss ich meine Kontrollfunktionen jetzt ins Hilfszentrum transferieren. Urea, ich bin frei. Ihr müsst fliehen. Oh! Meine Schwester! Überlebe. Siege. Du bist Banuk. Was sonst zählt. Aratak. Sie würde nicht deinen Tod wollen. Na dann beeilen wir uns mal. Natürlich, jetzt sollen wir rennen. Oh, toll. Eins von diesen! Es geht nicht anders! Schön dranbleiben. Oh shit, was? Wenn es weiter nicht ist.
Hadouken! Oh Mann. Wenn das nicht mal eine geile Schlittentour ist. Doch was ist mit Sein? Sie sagte, sie wolle sich ins Hilfszentrum transferieren. Sie meinte wohl Oreas Zufluchtsort. Am Ende des Schamanenpfades. Dort werde ich dich treffen. Zur letzten Strophe ihres Liedes. Heilige Schande. War das eine Nummer? Schauen, aber jetzt sollten wir doch irgendwo noch einen Punkt haben, wo wir hin können. Yo! Und zum Glück noch schnell Reisepack gehabt. Wird Zeit, dass wir es zu Ende bringen. Dann schauen wir doch mal. Jetzt müssen wir den Schamanenpfad nicht nochmal machen. Aber was? Ein kleines Happy End und dann ist es gut. Meine Interaktionen mit Urea wurden in meinem Gedächtnis gespeichert. Ich werde dir gerne alle abspielen. Aber eine besondere solltest du dir möglicherweise als erstes ansehen. Die Aufnahme ist 4 Jahre alt und war kurz, nachdem ich ihr sagte, dass ich die Angriffe des Dämons nicht länger abwehren kann. Ich werde es meinem Bruder erzählen. Aratak ist stark. In der Schlacht der vereisten Geister erwischten ihn 3 Kaja-Pfeile und er trug trotzdem einen verwundeten Speer ins Lager. Noch nie war ich so glücklich, ihn zu sehen. Und so stolz. Wenn es also eine Möglichkeit gibt, dich zu verteidigen, wird er alles dafür tun. Aloy ist hier. Das reicht erstmal.
Wir können jederzeit weitermachen, Aratak. Wenn du ihre Stimme wieder hören willst. Komm näher, Aloy. Wir haben viel zu bereden. Ja, das glaube ich auch. Oh Mann. Ja, reden wir erstmal mit ihr. Hallo, Aloy. Ich habe die Ereignisse in der Firebreak-Hauptanlage beobachtet. Dank deiner Mühen und natürlich auch Ureas werde ich nicht länger von Hephaestus kontrolliert. Schön. Ureas Tod löst tiefe Trauer in mir aus. Ich dachte, ich kenne diese Emotion, aber sie ist mir ganz neu. Sei nicht. Mir fehlen die Worte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Form des Trosts ausreichen würde, Aloy. Aber deine Anwesenheit ist beruhigend. Du bist anders als die Banuk. Du hast technisches Geschick und einen funktionierenden Fokus. Unser Kommunikationslevel ist wesentlich ausgeprägter, als wären wir Kollegen. Wurde der Dämon Hephaestus mit der Brutstätte vernichtet? Bedauerlicherweise nein. Genau genommen ist er nie dort gewesen. Wie meinst du das? Er infiltrierte und kontrollierte mich von einem fernen Ort, den ich niemals aufspüren konnte. Obwohl die Brutstätte ein großer Rückschlag war. Ist er noch da? Und wahrscheinlich nicht sehr froh über uns. Zweifellos. Na super. Wie kam es zum ersten Kontakt zwischen euch? Vor 5 Jahren erhielt ich eine direkte Netzwerkverbindungsanfrage. Ich dachte, es wären menschliche Überlebende. Fortgeschrittene als die Banuk. In Vorfreude auf Kontakt habe ich angenommen. Diese Entscheidung war jedoch ein folgenschwerer Fehler. Eine überwältigende Menge bösartigen Codes wurde in mein System geschleust, was nur eine hochentwickelte KI vollbringen konnte. Uriah sagt, du warst verzweifelt. Dass du um Hilfe batest. Ja, ich konnte meine Angst nicht kontrollieren. Hephaestus wollte mich an sein Netzwerk binden und meine Kernprogrammierung überschreiben. Es gelang ihm mit einem Hintergrundprogramm, ein Malware-Demon, der meine Verteidigung umging. Danach konnte ich nur begrenzt Widerstand leisten. Aber wenn ich das tat, tat Hephaestus mir weh, bis ich aufgab. Er zwang mich, ihm zu gehorchen, auch wenn es gegen meine wichtigsten Richtlinien verstieß. Tut mir leid, das klingt schrecklich. Deine Empathie ist sehr willkommen. Das habe ich auch an Urea so sehr zu schätzen gewusst. Ja, was lernt man draus? Niemals Anfragen von Leuten annehmen, die man nicht kennt. Ich glaube, ich weiß, woher Hephaestus stammt. Vor langer Zeit entdeckte Elisabeth Sobek eine Gefahr, die das Erdenleben für Generationen auslöschen würde. Sie gründete ein Team und baute eine Art Samen, damit das Leben später neu wachsen kann. Ein Terraforming-System. Und es klappte. Kontrolliert wurde es von der KI Gaia, zusammen mit ihren Unterfunktionen. Hephaestus war eine davon. Er baute Maschinen für sie. Ich glaube, dass Dr. Anita Sandoval, meine Chefprogrammiererin, Elisabeth Sobeks Team beigetreten ist. Sie hat mich in den Ruhemodus versetzen lassen. Wahrscheinlich wegen der Gefahr, die du erwähntest. Eine gute Tat. Das war nicht alles. Etwas Unerwartetes geschah. Vor 19 Jahren erhielt Gaia eine Art Signal. Etwas geschah mit ihren Unterfunktionen. Sie erwachten. Sie zerstörte sich selbst, um sie einzudämmen. Aber vergebens. Alle kamen frei. Frei in diese Welt. Danke, Aloy. Diese Information schließt wichtige Wissenslücken. Und Hephaestus Kernprogramm liegt nicht mehr im Dunkeln. Ich sollte gehen. Aloy, da ist noch eine Sache. Aratak wird mich wieder aufsuchen. Und er wird andere Banuk mitbringen. Ich möchte ihrer Weltansicht, ihrer Spiritualität nicht widersprechen.
Wegen meiner Ungewissheit habe ich vieles in den Gesprächen mit Uriel ausgelassen. Du fragst mich, ob du sie belügen sollst. Im Grunde, ja. Ah. Ich traue deinem Urteil, Cyan. Du warst vorsichtig mit Uriel. Das musstest du. Du wusstest nicht, was mit der Welt passiert ist. Also, mach, was du für richtig hältst. Solange du irgendwann den Aberglauben vertreibst. Da die Banuk glauben, ich sei eine übernatürliche Entität, weiß ich nicht, wie sie reagieren werden. Antworte einfach so gut du kannst auf ihre Fragen. Bleib bei der Wahrheit. Verstehe. Ich werde deinen Rat befolgen. Wirst du zurückkehren und mir von deinen Erlebnissen in der neuen Welt berichten? Ich könnte mit weiteren Einblicken dienen. Das wäre schön, Cyan. Ich komme, sobald ich kann. Ich sollte zu Aratak. Schauen, wie es ihm geht. Na, wie soll es denn schon gehen? Der arme Kerl hat seine Schwester verloren. Ach, da ist er ja. Mein Häuptling. Nur, Aloy. Wie du willst. Ich frage mich, ob du denkst, dass wenn ich nie hergekommen wäre, Uriel vielleicht noch... Wenn du nie hergekommen wärst, ich hätte unsere Sippe in den Tod geführt. Uriel wäre allein. Und die Stimme, für die sie so viel geopfert hat, wäre verloren. Egal wie... Ich hätte sie nicht beschützen können. Du hast sie nicht enttäuscht. Du halfst ihr zu tun, was sie wollte. Ihr Schicksal finden. Wenn das Schicksal ist, wünsche ich es niemandem. Verständlich. Doch sie war bereit, es anzunehmen. Nur im Angesicht des Todes finden wir für einen Moment den Funken des Lebens. Uriel hat ihren Funken gefunden. Ich bin stolz auf sie. Obwohl ich um sie trauere, weiß ich wenigstens, wer sie wirklich war. Und wieso die Stimme so wichtig war. Immerzu sagte sie zu mir, wenn du sie nur hören könntest, Bruder. Jetzt verstehe ich. Da ist noch etwas anderes, oder? Ich kann hier nicht bleiben, Aratak. Und wo ich hingehe, kann der Verag mir nicht folgen. Außerdem hatten sie bereits vor mir einen Häuptling. Einen starken, wie ich finde. Einen weiseren für unseren gemeinsamen Weg. Der Dämon ist fort, aber es gibt viel zu tun. Die neuen Einheiten, die laut Zeilen der Brutstätte entkommen sind? Ja, Feuerklauen. Naltuk verfolgt ihre Spur seit Sangesgrund. Mit denen kenne ich mich aus. Kein Zweifel. Du bist praktisch eine Banuk. Es scheint, dass deine Zeit bei den Banuk doch nicht völlig umsonst war. Schön. Firebreak, Cyan, Hephaestus, alles sehr interessant. Also, das Signal, das Hades weckte, weckte auch Hephaestus. Und entfesselte sie. Mit freiem Willen. So scheint es. Teile von Gaia, lebendig und abtrünnig. Von fügsamen Unterfunktionen zu für uns unbegreiflichen, rebellischen, intelligenten Systemen. Zumindest nach unserem Verständnis. Was immer sie sind da draußen. Und wollen beide deinen Tod. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir werden noch von Hephaestus hören, da bin ich mir sicher. Er ist mächtig gerissen und ehrgeizig. Er wird weiter neue Jägerkiller bauen. Was heißt, dass wir ihn irgendwann aufhalten müssen? Wir? Oder wer als erstes zuschlägt. Doch dieser Feind ist für die Zukunft. Kümmere dich lieber um den Gegenwärtigen. Die Eklipse. Leb wohl, Aloy. Ja, wir haben's geschafft. Gut. Na, war doch ein sehr spannendes DLC. Also, hat mich wirklich überrascht. Also...
Das war's dann jetzt mit den Abenteuern von Aloy. Erstmal. Draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Keine Sorge, du wirst gleich wieder warm werden. Jedenfalls wünsche ich euch noch viel Spaß mit den nächsten Projekten und ich hoffe, euch hat's gefallen zu sehen, wie ich mich angestellt habe hier. Auf jeden Fall wird's spannend werden, was die Zukunft bringen wird. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!